Promi-Geflüster, heute mal wieder mit einer neuen Ausgabe, sommerliche Ausgabe. Ich habe mal hinten mal heute eine kleine Sommerblumenwiese hingezaubert. Mit dem grünen Hintergrund ist ja alles möglich. Also da kann man ja auf allen Kontinenten der Erde sein. Ja, blauer Himmel, das ist auch ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir kennen die Lieder, entweder mit der rosa-roten Brille oder der Wolkenwegschieber. Das sind nur zwei Titel. Und ja, jetzt hat er eine ganz neue Single draußen, Liebe XXL. Die Rede ist von Andreas Zaron und ihn begrüße ich jetzt erstmal in der Leitung. Halli, hallo, grüße dich, Andreas. Hallo, grüß Gott, hi. Ja, also du stehst ja eigentlich mit deinen Songs wirklich für gute Laune und ich würde einfach sagen, mach mal das Radio lauter, oder? Das war auch noch so ein toller Titel, der einem im Ohr ist. Oder ich schenke dir diesen Tag. Genau. Ja, ich versuche, gute Laune zu verbreiten. Für mich selber und natürlich für die Zuhörer und Zuschauer. Ja, und jetzt eben mit der neuen Single hast du mal wieder musikalisch von dir, was von dir geboten. Denn es war doch jetzt in der letzten Zeit ein bisschen ruhiger, musikalisch zumindest. Aber was jetzt nicht heißt, dass Stillstand war, ne? Nee, Stillstand gibt es bei mir eigentlich nicht. Ich bin ja von Haus aus eigentlich, was heißt eigentlich, ich bin Schauspieler und nicht nur Sänger oder Musiker und Songschreiber. Und ich habe die letzten, ich glaube 2013 kam die letzte Single raus und seitdem habe ich sehr viel Theater gespielt. Davor war mal eine Phase, wo ich beides gemacht habe. Und dann habe ich 2008 mal 4 Jahre Pause gemacht mit Theater und nur Musik gemacht. Und ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Auf einmal kamen 2012, 13 ganz viele Angebote und ich hatte das Gefühl, ich habe alles erzählt und hatte nicht wirklich neue Ideen für mich. Ich habe in den letzten Jahren aber auch ein bisschen noch für andere Künstler geschrieben. Von Olaf Berger kam was raus, Mary Rose, Peggy March, die Alpenraudis, aber das war jetzt nicht so der Fokus drauf. Und jetzt natürlich durch die doofe Corona-Zeit, wo ich gar nicht Theater spielen konnte, saß ich natürlich da und habe gedacht, Mensch, das ist eine gute Möglichkeit, wieder mehr Songs zu schreiben. Entstanden auch ein paar für andere Künstler und ich hatte einfach wieder Lust und Ideen für mich zu schreiben. Und so entstand dann Liebe XXL, die neue Nummer. Genau, also das Video dazu, wir verlinken es hier oben da bei YouTube, dann machen wir über die Infokarte, da kann man dann draufklicken und das Video dann mal sich anschauen. Es ist ganz gut geworden. Also einmal gibt es den kleinen Andreas sozusagen und dann sieht man mal wieder den großen Schuh oder irgendwas ganz groß. Also liebst du wirklich so die XXL-Ausführung, wenn es irgendwo ist? Oder es hat ja zwei Bedeutungen. Du liebst XXL, also groß, oder auch die Liebe in XXL? Also in erster Linie ist natürlich meine Liebe XXL. Ich komme auch gut mit S oder mit M klar. Es muss nicht immer größer, weiter, schneller, höher sein, überhaupt nicht. Aber in dem Song hat sich's natürlich angeboten. Wir dachten, es ist ganz lustig, dieser Gegensatz eben zu klein und groß. Und den haben wir dann natürlich nicht nur auf die Liebe bezogen, sondern visuell einfach noch auf andere Sachen. Hat so einen Spaß gemacht und wir hatten ganz verrückte Ideen. Auf einmal war dann ein Himbeerkuchen und tausend andere Sachen. Einfach, ja, weil es so Laune gemacht hat. Und Susan, die Cutterin, und der Michael, der Kameramann, die haben das wirklich mit ganz viel Liebe gemacht und ich finde es sehr lustig. Und wir kriegen gutes Feedback dazu. Es macht Spaß den Leuten anscheinend. Nee, auf alle Fälle. Ich habe es auch sehr amüsant gefunden und war mir gut. Gut umgesetztes Video, das macht Laune, sich das anzuschauen. Und der Song natürlich obendrein. Jetzt liest man natürlich auf deiner Homepage, du wolltest ursprünglich eigentlich mal Zirkusdirektor werden. Das stimmt. Heute auch noch? Ist es heute auch noch so? Nein, heute nicht mehr wirklich. Aber ich komme ja aus einer kleinen Stadt, bin ich aufgewachsen, zwischen Würzburg und Stuttgart. Und es gab da in der Nähe, gab kein Theater und oder Theater gab es nur im Fernsehen. Und das erste Mal, als ich dann, sagen wir mal, live Publikum erlebt habe und Bühne, das war tatsächlich in einem Zirkus. Und wahrscheinlich kam daher der Wunsch, oh wow, das macht ja Spaß. Leute applaudieren, irgendjemand zeigt was in der Mitte.
Und der Zirkusdirektor hat natürlich alles im Griff und alle müssen machen, was er sagt. Das hat mich wahrscheinlich dann so mit 8 oder so oder 9 ziemlich beeindruckt. Und da ja, entstand der Wunsch tatsächlich, Zirkusdirektor zu werden. Ich habe das auch umgesetzt. Also meine Eltern hatten einen wunderschönen englischen Rasen im Haus, hinterm Haus. Und als ich dann Sägemehl verstreut habe, um eine Manege praktisch anzulegen, da gab es schon ziemlich Ärger damals. Ja, auf dem schönen grünen Rasen, das ist natürlich, ja, kann ich mir vorstellen. Aber Bis das Sägemehl wieder weg war. ich glaube, dieser Zirkuswunsch, ich glaube, da sind wir alterstechnisch jetzt nicht ganz so weit auseinander. Das war auch damals in den 70er ja wirklich noch die große Zeit der Zirkusse und auch die Serie seinerzeit Salto Mortale und so weiter, die Ja, genau, das haben wir ganz Zirkusgeschichten. Ich glaube, das hat natürlich schon jeden Jugendlichen irgendwo fasziniert. genau. Ja, auf jeden Fall. Eben auch dieses, ja, Rumreisen und im Scheinwerferlicht zu stehen und so, das war natürlich da schneller erlebbar mit 8 als jetzt bei einem Konzert zu sein oder in einem Fernsehstudio. Das war ja so was weiß ich, Ende 60er, Anfang 70er Jahre fast undenkbar. Genau. Heute gibt es ja überall riesige Zuschauermengen bei den Castingshows und bei allem Möglichen. Aber damals war das noch nicht so viel, ne? Nee, nee. Nee, und vor allen Dingen, jetzt muss man jetzt natürlich in der Neuzeit sehen, Zirkusse sind leider ja nicht mehr ganz so angesagt, speziell auch durch den Tierschutz und alles, was so dazugehört. Ich glaube, da war es dann doch ganz gut, dass du was anderes gelernt hast in der heutigen Zeit, Das auf die denke heutige ich auch. Zeit gesehen. Und es gibt ja auch tolle Zirkus Roncalli zum Beispiel, die ganz ohne diese Tiergeschichten. Das hat Richtig. mich auch damals gar nicht so fasziniert. Also ich finde, Tiere sollten da bleiben, ja, wo sie herkommen oder in ihrem ursprünglichen Habitat sein. Aber ich glaube, das war wirklich so die Manege, diese Aufregung mit den Lichtern, Beleuchtung und so viele Zuschauer. Der Applaus, ich glaube, das war es, was mich damals irgendwie beeindruckt hat. Naja, ganz genau. Ja, dann jetzt, wie gesagt, heute die Liebe XXL, das sind Vorbote. Gibt es da irgendwann noch mehr? Ist wieder ein Album geplant für die Zukunft? Also Album wäre jetzt noch nach der ersten Nummer, nach 7, 8 Jahren wäre es ein bisschen früh, aber wir haben diverse Songs in der Pipeline. Wie gesagt, ja, ich hatte so ein paar Jahre irgendwie gar keine richtige Lust, was für mich zu schreiben. Und die ist so in den letzten Jahr, 1,5 Jahren einfach wieder ja, gewachsen. Und ich habe ein paar Songs, die ich sehr schön finde. Und ich denke, dass wir auf ein Album hinzuarbeiten. Aber auf jeden Fall gibt es demnächst noch diverse Nummern, neue Singles. Und ich freue mich sehr drauf. Auf alle Fälle. Ich denke mal auch, die Zeit ist ja, momentan hat sich ja auch wirklich alles gewandelt. Wenn man denkt, gerade wie du so begonnen hast und jetzt heute mit den ganzen Social Medias, Ja. es ist ein ganz anderes Arbeiten, denke ich mal, geworden und auch schnelllebiger. Also es ist jetzt nicht so, dass man wirklich immer auf ein Album dann wirklich hinarbeitet, sondern man kann es ja ganz anders streuen heutzutage. Es ist ja jetzt nicht nur die Radiolandschaft und ja, was halt so alles dazugehört, ne? Genau, also das war natürlich denke ich, ist heute ein sehr, sehr großer Vorteil. Als ich da begonnen habe mit Cliff und Rexona, Zug nach Osnabrück, da haben wir ja noch Faxe verschickt an unsere Fans. Achtung, wir sind dann und dann im Fernsehen mit den Daten. Und heutzutage ist das natürlich der Wahnsinn mit Facebook und WhatsApp und allem möglichen, Instagram. Da ist man natürlich auch sehr viel näher an den Fans dran. Es ist ein bisschen hat eine Demokratisierung auch stattgefunden, dass Künstler, die vielleicht ja nicht so im Mainstream sind, vielleicht eine kleine Nische belegen, einfach trotzdem Fotos veröffentlichen können, Videos veröffentlichen können und halt ganz nah an den Fans dran sein können. Das finde ich sehr gut. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch durch die Digitalisierung eine riesige Flut, die es vor 10, 20 oder 30 oder 40 Jahren eben gar nicht gab, ne? Weil da war dieses Korrektiv durch die Plattenfirmen, hat auf jeden Fall, denke ich, was Gutes,
Die Flut von Produkt ist natürlich auch, ist schwieriger geworden, wahrscheinlich sich durchzusetzen, ne? Ja, auf alle Fälle, das denke ich schon auch, klar. Also, aber wie gesagt, die Musik, die du ja machst, gute Laune, das kommt auch weiterhin gut an, denke ich mal. Und gerade jetzt in der jetzigen Zeit, man braucht es einfach auch wieder nach der langen Corona-Pause sozusagen. Also das glaubt die Leute, die fiebern sozusagen direkt drauf hin, wieder raus zu dürfen. Ja, man merkt es an allen Ecken und Enden. Die letzten Tage jetzt in Hamburg, ich lebe in Hamburg, die letzten Tage waren ja endlich Sommer hier, nach gefühlt 7, 8 Regenwochen. Und die Leute sind alle draußen. Die Cafés und Restaurants und Bars sind offen. Natürlich bei manchen zu viele Leute mit zu wenig Abstand. Ich bin jemand, der da trotzdem noch vorsichtig ist. Aber ja, man kann es auch echt verstehen. Die Leute haben einfach genug von dem langen, dunklen Winter und vor diesen ganzen einschneidenden Maßnahmen. Und ich meine, wenn man geimpft ist oder sich testen lässt und Abstand hält und die Maßnahmen einhält, dann denke ich, dass wir hoffentlich ja auf einem guten Weg sind. Genau, definitiv. Jetzt für dich mit der Promotion geht es natürlich wieder rund. Hast du schon irgendwelche Auftritte, Fernsehsendungen in Planung? Wo kann man dich erleben? Also mit Live-Auftritte ist natürlich wahnsinnig schwierig, ne? Es gibt ja gut wie gar nichts, weil man halt auch nicht planen konnte. Und unsere Veröffentlichung, die ist relativ, ja, das hat sich irgendwie ganz schnell entwickelt. Wir hatten irgendwie Anfang April die Idee, haben dann aufgenommen, gemischt, das Video gemacht vor 3, 4 Wochen. Also es war gar nicht so eine lange Vorlaufzeit, dass man jetzt seit Februar hätte planen können, Achtung, da kommt was Neues. Es war sehr spontan. Die Radioeinsätze sind sehr vielversprechend seit der Veröffentlichung in der letzten Woche. Und wir sind natürlich dran zu schauen, ob man irgendwo unterkommt bei Fernsehsendungen. Ganz konkret geplant, es gibt konkrete Planungen, aber ich kann noch nicht konkret sagen, das und das wird dann und dann passieren. Genau. Dann einfach draufschauen auf deine Homepage, Andreas Zaron oder Die nee, Homepage heißt zaron.de. aber es gibt mich auf Facebook, auf Instagram Genau. und ja, ich denke in den üblichen Portalen wie bei dir zum Beispiel, da kann man das natürlich dann immer verfolgen oder lesen, So ne? ist es. Ganz genau, richtig. Nee, da sind wir natürlich schon immer mit den aktuellsten Neuheiten immer versorgt man die Fans und die Zuschauer. Ganz genau. Ja. Wie sieht dein Sommer aus? Was steht für dich jetzt privat so in Planung? Was hast du? Also ich bin schon geimpft zum Glück und habe ja manche Leute wissen das, eine weit verstreute Familie. Deshalb normalerweise bin ich jetzt niemand, der sagt, ja, man kann und sofort wieder los und fliegen. Aber ich habe Familie in Spanien, in Italien, in Holland. Gut, da fahren wir mit dem Auto hin. In Frankreich. Und wir haben teilweise Familie fast 1,5 Jahre nicht gesehen. Und ich werde einen Teil des Sommers in Spanien und einen Teil in Italien verbringen, einfach um Familie nach 1,5 Jahren wiederzusehen. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Aber ich werde meine Maske aufsetzen und Abstand halten und lass mich sowieso 1, 2 Mal die Woche testen. Gerade wenn man neue Leute trifft oder mal mit mehr als 3, 4 Leuten zusammen verabredet. Ich bin da nicht panisch, aber vorsichtig. Ja, ich glaube, das sollte man nach wie vor auch immer noch im Hinterkopf behalten, dass man da wirklich noch ein bisschen sich an die AHA-Regeln hält, wie es so schön heißt: Abstand, Hygiene und was war das andere A nochmal? Abstand, Hygiene und Hände waschen. Ja, irgendwie. Also auf alle Fälle. Wir wissen Bescheid, das, was wir gelernt haben letztes Jahr, das müssen wir auf alle Fälle, denke ich mal, immer noch im Hinterkopf Ich behalten, ne? denke, für alle Sicherheit ist es auf jeden Fall, Richtig. bis alle relativ oder die meisten durchgeimpft sind oder dass der Virus vielleicht ein bisschen zurückgeht, ist das sicher eine gute Sache. Fußball-EM, auch da mal ganz kurz noch drauf eingehen. Schaust du? Bist du Fußballfan? Ich bin nicht wirklich Fußballfan. Das ist eine der Sachen, die ja mich nie besonders interessiert hat.
Ich muss zugeben, also so das Sommermärchen 2006, da war ich schon draußen und habe mir sehr viele Spiele angeguckt. Es war halt so diese Stimmung auch, ne, mit ganz vielen Leuten zu fiebern für verschiedene Mannschaften, jetzt gar nicht nur unbedingt Deutschland. Wie gesagt, meine Familie ist ja verstreut, da gibt es manchmal Probleme, wenn Frankreich, Deutschland oder Italien gegen Holland spielen. Dann simsen wir oder WhatsAppen, für wen seid ihr denn heute? Wenn es ein interessantes Spiel ist, dann gucke ich natürlich schon, aber ich bin jetzt niemand, der dreimal am Tag vorm Fernseher sitzt und die Spiele anguckt. Ich liebe persönlich Sport zu machen und zu joggen, Yoga oder Inlineskaten, draußen unterwegs zu sein, wenn man darf, wieder auch in der Mannschaft Badminton zu spielen. Also ich bewege mich lieber selber als nur zu gucken. Richtig, und Hamburg bietet da ja natürlich eh sehr, sehr viel. Da kann man schön raus um die Alster, am Hafen entlang und. Also da gibt es, glaube ich, genug Viel mit dem Fahrrad. Freizeitmöglichkeiten. Ich wohne sehr zentral, ich bin eigentlich nur mit dem Fahrrad unterwegs, kann ganz viel erreichen mit dem Fahrrad. Und ja, bei so einem tollen Wetter wie heute natürlich, ja, ist das das Schönste, was es gibt, hier auf dem Fahrrad unterwegs zu sein. Genau, und dann eher mal in einem Eiscafé irgendwo noch was Kühles genießen. Ach ja, so, ich bin gar kein so ein Eisfan. In Italien schon eher, da haben die richtig leckeres Eis, aber sonst ja einfach ein kühles Getränk und im Park sitzen mit Freunden und Karten spielen oder quatschen und sich unterhalten oder sowas, das finde ich natürlich bei so einem schönen Wetter. Ja, jetzt wenn es natürlich wieder 30 Grad plus hat, also soll ja wirklich bis zum Ende der Woche wieder, also wir haben jetzt aufgezeichnet, heute gleich am Montag, bis zum Ende der Woche soll es ja wirklich fast auf 40 Grad schon wieder hochklettern oder 36, so ist, glaube ich, die Grenze. Wie gehst du mit der Hitze dann um so grundsätzlich? Ich kann Hitze Gott sei Dank sehr, sehr gut aushalten. Ich finde es viel, viel schlimmer zu frieren und zu frösteln, kalt zu sein. Ich schwitze viel, viel lieber und dann dusche ich halt abends oder zweimal oder dreimal am Tag oder springe irgendwo ins Freibad oder in den See oder ins Meer. Hitze macht mir Gott sei Dank ganz wenig aus. Jetzt in 2 Tagen, ich bin ja sehr befreundet mit Peggy March, mit der die ihr sicherlich kennt. Und in 2 Tagen kommt eine Fotografin zu mir nach Hause. Wir machen eine Home Story. Und ich habe schon Bescheid gesagt, es wird richtig heiß. Bring dein Bikini mit. Peggy hat gesagt, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber die Wohnung ist relativ kühl und ich denke, wir kriegen das ganz gut hin. Aber ja, bei 34 Grad am liebsten natürlich an die Nord- oder an die Ostsee oder in irgendeinen See, ne? Ja, Peggy ist es ja eh gewohnt, denke ich mal, wenn sie in Florida zu Hause ist. Die ist Ja, Hitze schon, ja gewohnt. aber die Amerikaner, die sind ja dauernd innen drin, mit Air Conditioning, mit Klimaanlagen und sowas. Die sind zwar die Hitze gewöhnt, aber sie halten sie nicht wirklich aus draußen. Ja, für sie hast du ja auch was geschrieben, hast du ja vorhin gesagt. Hat sie auch einen aktuellen Titel draußen jetzt? Ja, Peggy ist jetzt am Wochenende gestartet. Die war gerade am Sonntag im Fernsehgarten. Dass jeder Tag zählt, finde ich eine ganz wunderschöne Nummer. Leider nicht von mir. Ich habe den letzten Weihnachtstitel, den hatte ich getextet, der rauskam und wir sind an ein, zwei anderen Nummern dran. Mal sehen, ob das klappt. Aber die neue Nummer, die finde ich echt ganz toll. Die gefällt mir sehr gut. Und Wunderbar, ja, ja. singt natürlich wie immer wunderbar. Und ich wünsche viel Erfolg damit natürlich. Ja. Auf alle Fälle, klar. Ja, dann sind wir ja eigentlich schon auch fast wieder durch. Die Zeit verrennt ja wie im Flug, ne? Aber wir Ja. bleiben in Kontakt jetzt weiterhin und wenn du wieder was Neues hast, melde dich unbedingt, gib Bescheid. Wann Sehr immer gern. sich was tut, hier bei Promigeflüster bist du an der richtigen Stelle. Auf jeden Fall. Vielen Dank und alles Liebe. Habt einen schönen Sommer, ne? Ja, herzlichen Dank und dir natürlich auch alles Gute, alles Liebe und immer fröhlich bleiben. Absolut. Und bis bald irgendwo, hoffentlich.